Hallo, herzlich willkommen bei Selbstklebefunden.com. Mein Name ist Michael Maus. Heute geht es um einen Trick bei Zuschnitten, bei kleinen Schriften und auch bei großen Schriften, wie man in der Software, das sehen wir gleich hier hinten, hier ist ein Graftec mit einer Schneidbreite von 160 cm. Und wir machen jetzt gleich kurz hier einen rechteckigen Zuschnitt. Den sehen wir schon hier hinten auf dem Bildschirm drauf. Ich zeige euch jetzt einen Trick bei den Einstellungen. Gibt es auch bei anderen Plottern, also nicht nur bei Graftec, einfach hier ins Menü reingehen. So, hier sehen wir schon unseren Zuschnitt. Die Breite haben wir eingelesen. Wir legen das ganze Ding auch noch um. So, und jetzt haben wir hier unten zum Beispiel ein Icon. Da können wir den Cutting Plotter Controller einstellen. Ja, ihr kennt das von euren Geräten, ihr habt die Möglichkeit, die Kraft, die Geschwindigkeit, gegebenenfalls auch die Qualität einzustellen und auch hier einen Test vom Schnitt zu machen. Das, was viele allerdings nicht wissen, unter solchen Schaltflächen wie erweitert, kann man die Bedingungen vom Plotter, können wir auch am Plotter einstellen, aber über die Software ist das einfacher, haben wir hier die Möglichkeit, hier im Tangentialmodus einen Überschnitt einzustellen. Das bedeutet also, dass an jeder Ecke hier um 0,9 mm überschnitten wird. So, das schicken wir jetzt an den Plotter, machen einen Test. Wenn wir hier jetzt mal genau hinsehen, ja, dann sehen wir, dass hier von diesem Dreieck leicht nach außen noch geschnitten wurde. Klar ist natürlich, dass besonders bei Zuschnitten wie solchen rechteckigen hier man einfacher entgittern kann. Doch aufgepasst bei Schriften, denn bei Schriften ist es natürlich so, je nachdem wie viel Überschnitt man einstellt, dass es auch in die Schrift hineinschneidet. Also, für den Fall, dass ihr Schriften macht, nehmt den Überschnitt raus. Für den Fall, dass ihr rechteckige Stücke schneidet oder Kreise oder was auch immer, könnt ihr das Ganze reinmachen. Achtung! Schaut euch mal draußen Werbung an und da seht ihr nämlich oft, also freigestellte Schriften auf Schaufenstern, und da seht ihr oft, dass genau an den Ecken, zum Beispiel von einem A oder von einem T, die Schriften einreißen. Das deutet darauf hin, dass der Werbetechniker oder wer auch immer das gemacht hat, einen Überschnitt drin hatte und die Folie jetzt langsam anfängt zu schrumpfen, zu altern und dadurch nach innen hinreißt. Das ist meistens der Grund dafür, wenn die Folie genau in diese Richtung reißt. Also, wie gesagt, bei rechteckigen Zuschnitten oder bei Runden wie hier ist das absolut dienlich. Dann kann man nämlich mit einem Ratsch das Ganze entgittern, bei Schriften den Überschnitt rauslassen. So. Falls ihr weitere Tipps haben möchtet oder Fragen zu Klebefolien habt, überhaupt gar kein Problem, ganz einfach hier Kanal abonnieren und oder uns auch gerne kontaktieren, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf unserem Kanal.